Wir sind nach wie vor mit Ahsoka unterwegs in der verborgenen Stadt der Gangans, Gangua City, hier auf Naboo in Lego Star Wars, die Skywalker-Sage, wo wir letzte Folge Boss Nass drei Gangans auf verschiedenen Planeten gebracht haben. Und jetzt wollen wir weitermachen mit dem Sammeln. Nächste finden angeknabbert Gorba-Fisch in Wäsche. Erse glauben, seien so schlause. Misse wissen. Meinen Sie, Mann, schleichen zu Paongasee und knabbern Goba-Fisch, wenn Irse arbeiten sollen. Okay. Das sind nicht mehr Arbeitsverweigerungen. Gut, damit haben wir die nächste Quest geschafft. Schauen wir ganz mal auf die allgemeine Karte, wie viel wir überhaupt schon haben. 12 von 22, 10 Steine fehlen noch und ein Raumschiff. Okay. Hier ist ja auch noch einiges zu sehen. Nochmal die Dingskarte. Gibt es auch nochmal einige Hinweise. Die sollten wir uns auch nochmal anschauen. Zum Beispiel dort. Vor allem auch noch was für R2. Und der Hinweis. Okay, aktivieren wir erst hier E drücken. Okay, keine Ahnung, was ich. Achso, da kann ich den Schalter bedrücken. Okay. Das wollte ich doch gar nicht machen. Wir brauchen erstmal nochmal einen Droiden. Immer nur die einfachen Rätsel. Einmal aktivieren. Ah, das ist der nächste von diesen Dingern hier. Okay. Wir müssen irgendwie diese Dinger aktivieren, dass wir da reinkommen. Aber das wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Okay, hier ist irgendwie so ein Rätsel. Schalter. Ah, warte mal, hier kann ich verschiedene Dinge drücken. Hey, denn ihr sie mich sogar noch essen? Keine Ahnung. Glühblase, Naboo, Ganga City. Keine Ahnung, was es bringt. Okay, keine Ahnung, was es bisher diese Knöpfe hier bringen. Ich kann irgendwas umschalten hier. Ich muss das Safe in eine bestimmte Reihenfolge stellen, aber ich weiß gerade nicht, woran ich das erkennen soll. Ich sehe da drin jetzt auch gerade so nichts. Zumindest jetzt nicht so direkt. Ich mache jetzt erstmal alles Mögliche kaputt, was ich kaputt machen kann. Eben wirklich was zu sehen. Irgendwas mit den Fischen muss ich wahrscheinlich machen. Oh! So geht das natürlich auch. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade so richtig gemacht habe, denn ich glaube nämlich nicht, dass ich das kaputt machen sollte. Aber was bringt das mir denn jetzt hier? Oder kann ich das irgendwie einfach so durch? Nee, das ist ein Kraftfeld. Das sieht von der anderen Seite aus wie Lego, aber das ist tatsächlich ein Kraftfeld. Man kann es ja hier schlecht raten. Was passiert denn überhaupt, wenn ich umschalte? Hier passiert ja eigentlich gar nichts. Das Rätsel verstehe ich noch nicht so ganz. Ne, ich verstehe das Rätsel. Das Rätsel nicht. Hä? Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Na, lassen wir es erstmal sein. Gar nicht. So, was haben wir hier noch zu tun? Ja, Mitte. Aber wie komme ich denn in die Mitte rein? Warte mal, ich muss hier, glaube ich, diese Dinger hier einzeln abschalten. Das haben wir schon. Wo geht der hin? Der geht nach dort. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Ah, jetzt bin ich, glaube ich, von der Map runtergegangen. Deswegen hat er es zurückgesetzt vielleicht. Och, komm. Jetzt bin ich da wieder runtergefallen. Ich fahre hier so oft runter, ne? Ich hoffe mal, jetzt spawne ich oben zumindest. Ja. Meine Kräfte haben sich seit dem letzten Mal hier verdoppelt. Ja, wahrscheinlich sogar noch verdreifacht. Okay, die Fische scheint es aber nicht zu sein, weil die kann ich einfach kaputt machen. Okay, hier kann ich ja ganz einfach rein und hier mit dem Droiden. Warum geht das nicht? Müsste sogar diese Schnellauswahl einfach mal probieren. Immer F4, P17, den haben wir auch noch nicht gehabt. Ein paar verschiedene Charaktere sehen. Alle werden wir sowieso nicht sehen.
So, jetzt können wir hier mal aktivieren. Dann geht das aus, okay. Also es bleibt anscheinend doch nicht gespeichert, wenn wir die Karte verlassen. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Also vielleicht doch, bevor wir die Quests machen. Erstmal alles einsammeln. Okay, dort müssen wir auf jeden Fall noch was ausschalten. Ja, das war das, wo ich die Karte dann nicht reingekriegt habe. Kann ich mir die vielleicht mit dem Sith holen? Du wirst die Macht der dunklen Seite spüren. Ich kann hier keine Macht einsetzen. Wie komme ich denn da rein? Ah, von oben. Aber wie komme ich denn da oben ran? Müsste da irgendwie rüberfliegen oder so. Ich versuch's mal, ob ich da mit Boba rüberkomme. Nein! Ganz knapp. Kann ich da nicht einfach hochziehen? Tatsächlich. Ah, warte, da kann ich hochklettern. Da kann ich vielleicht von da rüberfliegen. Ah, das habe ich gar nicht gesehen, dass ich hier hoch kann. Damit an hier mit Ray. Ich kann auf mich aufpassen. So etwas kenne ich nur zu gut von Jakku. Ja, wäre mal gut, wenn sie auch mal was machen würde. Okay. Muss ich da jetzt irgendeine Taste drücken? Ach nee, ich muss da rüberfliegen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ray kann ja als Schrottsammler kann die ja das Jetpack aktivieren. Kann ich leider nicht. Ja, doch, kannst du. Steht ja sogar da. Ich muss eh halten. Dann nehme ich hier den Gleiter, brauche ich. Und dann kann ich mich hier rein. Okay. Warum ich das nicht einfach mit der Macht benutzen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, das wäre ja theoretisch auf jeden Fall möglich. Kann ich hier auf jeden Fall hoffentlich die Tür aufmachen. So, zack. Dann brauchen wir noch einmal einen Droiden. Ups, falscher Droide, den hier. Nein, den da. So. Oh, jetzt haben wir mal ein schweres Rätsel. Das ist mal interessant. Das kommt auf jeden Fall so hin. Und dann das da. Okay, das war jetzt doch relativ einfach. Schade. So. Nächstes Ding ist aus. Ich frage so, bleibt die Tür jetzt eigentlich offen? Wahrscheinlich auch wieder nicht. Okay, da sind doch... Also zwei Sachen sind noch aktiv anscheinend. Es ist ein bisschen schade, dass er jetzt wohl nicht fliegen kann in dem Spiel. Das war eigentlich immer so eine einzigartige Fähigkeit. Die ihn auch immer so besonders gemacht hat. Okay, hier und da wahrscheinlich. Also hier auf jeden Fall nicht. Okay, von dort muss ich den auch irgendwie... Ach nee, warte, da. Hier brauche ich einen Widerstandstypen. Also Held wahrscheinlich, ne? Genau. Für die Rebellion. Als ich bei den Rebellen anfing, hatte ich ständig mit sowas zu tun. Unten und links. Okay, auch hier waren wir auf jeden Fall auch noch nicht drin, denn das Terminal habe ich noch nicht benutzt. Perfekt. Ah, hier brauchen wir einen... Negativ, tut mir leid. Schlüssel. Nee, kriegen wir, glaube ich, einen Schlüssel, ne? Wurde der Schlüssel nicht damals auf der Karte angezeigt? Oh, hallo, ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Kennwort-Alarm. Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Kein versteckte Rebellen, Kennwort erlangt. Okay. Gut, dann wissen wir Bescheid. Kann Drei wie auch nicht klettern? Nee, ne? Doch, kann er. Was macht er mit seinem Kopf denn da? Was macht er da mit seinem Kopf? Es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht der Droide, den ihr sucht. Ja, das glaube ich. Hier brauchen wir nochmal den Gleiter. Von Ray. So etwas kenne ich nur zu gut von Jakku.
muss ich überhaupt genau hin? Und so gleiten wir den Gleiter aus. Ja, vorbei. Was ist denn das hier? Komme ich auch irgendwo hoch? Okay, das ist ja mal interessant. Das bringt mir aber gar nichts. Ach nee, warte mal. Ich kann das wahrscheinlich hier... Ich habe doch die Leertaste gehalten. Ich habe sowas von die Leertaste gehalten. Okay, neuer Versuch. Ich glaube, ich weiß, worauf die hinaus wollen. Ich muss, glaube ich, dort hoch. Was bringt mir denn... Das ist die Brücke. Oh, das ist die Brücke nur dafür da, um da wieder hochzukommen. Das macht aber keinen Sinn. Ich muss auch irgendwie an den Stein da rankommen. Okay. Und da muss ich auch irgendwie rein, in dieses komische Zeug mit den Schaltern. Ach nee, warte, hier unten muss ich hin. Wie komme ich denn da rein? Ach so, ist schon offen. Umso besser. Das kann ich leider nicht. Okay, brauchen wir einen Jedi. Der Jedi-Meister ist da. Ihr könnt euch entspannen. Nehmt Platz. Ich kümmere mich darum. Ja, du rennst erstmal schön weg von dem Ding, wo du nervst mich da. Das ist eines Mitglieds des Jedi-Rats nicht würdig. Genau. Das sehe ich auch so. Jetzt brauche ich nämlich erstmal meinen BB-8 hier nochmal. Okay, mal wieder ein schweres Rätsel. Bin mal gespannt, wie schwer es diesmal ist. Okay, auch wieder relativ einfach gewesen. Es sieht schwer aus, es ist im Grunde ist es eigentlich popel einfach. Ah, jetzt können wir, glaube ich, in die Mitte rein. Jawollo, genau das wollte ich doch die ganze Zeit. Okay, das wäre jetzt mir egal, der bringt mir eh nichts. Jetzt bekomme ich eigentlich Esvetor-Musik hier. Das ist voll die Musik aus Esvetor. Das ist ja der Esvetor. Nein! Okay. Ich dachte schon, ich falle da wieder runter. Bläschenbelohnung. Jetzt muss ich doch mal überlegen, wie ich da oben rankomme. Ich muss safe irgendwas mit dem Jetpack machen. Deswegen nehme ich mir mal kurz mal Ray mit zu. Okay. Tobe auch direkt mal das Jetpack für den Gleiter hier. So, kurz mal umdrehen. So, irgendwo anders hin? Das geht ein bisschen höher, aber das bringt mir aber auch nichts. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich einmal erstmal drücken und dann fliegen. Okay, aber noch nicht so. Oh Mann, das war daneben. Ich glaube, es bringt mir aber auch so noch nichts. Wie komme ich denn da hoch? Zählt immer noch irgendwas? Jetzt die große Blase sei wieder offen. Gungans können kommen und gehen, wie sie mögen. Aber ohne glänzendes Ding sei nicht so spannend da drin. Ja, weil ich mir das glänzende Ding schon geholt habe. Okay. Weil ich kann ja von da oben irgendwo hin, das ist ja klar. Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Ich weiß noch nicht genau, wo ich da hin muss. So etwas kenne ich nur zu gut von Jakku. Okay, wo muss ich denn da hin? Der Pfeil zeigt in die Richtung. Aber da ist doch nichts. Das bringt mir doch auch... Ich komme doch da niemals dahin, oder doch? Doch komme ich. Okay. Ab nach oben. Ich weiß noch nicht, wie hoch ich jetzt komme. Und wie soll ich jetzt an den Stein so rankommen? Ja, so nicht. Wie soll ich denn da jetzt an den Stein rankommen? Soll ich jetzt versuchen, da runterzufallen, oder was? Das wird schwierig. Das wird jetzt verdammt schwierig. Mal schauen, wie ich wieder hochkomme. Da war es, ne? Ne, es war das andere. Wo ist denn die Stelle jetzt überhaupt gewesen? Jetzt finde ich das Ding gar nicht mehr. Wo muss ich jetzt losfliegen nochmal? War das von da? Ach, meine Orientierung in so Spielen, das ist echt furchtbar. War das
Hier? Nee, hier bin ich, glaube ich, falsch. Das kann ich leider nicht. Doch, kannst du. Nee, bin ich falsch. Wusste ich's doch. Nee, da hinten muss ich hin. Das wird interessant auf jeden Fall, die Stelle jetzt hier. Weil machen müssen wir es sowieso irgendwann, deswegen können wir es auch jetzt machen. Die Frage ist nur, vielleicht muss ich auch noch irgendwas anderes dafür machen, aber das glaube ich nicht. Ich muss da einfach nur treffen. Und das ist gar nicht mehr so einfach mit der Steuerung hier. So, also das Ding hier zu treffen ist nicht so schwer. Von dem Ding dann aber das andere zu treffen ist dann wieder das Schwierige. Also von dem Ding jetzt hier, da ranzukommen. Oder kann ich auf der Kuppel landen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ja, das wird eine interessante Sache jetzt hier. Zumindest bin ich diesmal wieder direkt hier gelandet. Ist auch verdammt knapp bemessen hier. Sein, dass ich das so machen muss. Gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht machen kann? Wo ich vielleicht sonst noch hin kann? Doch, tatsächlich. Das ist mehr als ein paar Rationen wert. Über der Stadt. Das muss ich tatsächlich so holen. Aber das ist gar nicht mal so leicht. Aber gut, dann haben wir es jetzt zumindest. Jetzt haben wir hier wieder eins, was oben drüber ist. Na, wo genau? Da in dem Ding wahrscheinlich. Ach, da oben drin. Ah, das war das mit diesem Schalter, was ich nicht verstanden habe. Komme ich da vielleicht auch von oben rein? Die Folge Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiter mit dir sein. Ciao.